Auf ihrer gestrigen konstituierenden Sitzung in Schwerin wählte die NPD-Fraktion erneut Udo Pastörs einstimmig zu ihrem Vorsitzenden. Wir sprachen im Anschluss mit dem neuen und alten Fraktionsvorsitzenden vor dem Schweriner Schloss. Liebe Mitbürger, die NPD-Fraktion im Schweriner Landtag hat sich heute konstituiert. Wir konnten das tun, weil Sie uns Ihr Vertrauen gegeben haben. Wir werden so, wie Sie das von uns erwarten dürfen, auch in den nächsten 5 Jahren harte Oppositionspolitik hier im Landesparlament von Mecklenburg und Pommern betreiben. Wir werden den Wählerauftrag sehr ernst nehmen und hart am Wind segeln. Die konstituierende Sitzung heute verlief sehr konstruktiv. Der alte Fraktionsvorsitzende Udo Pastörs ist auch der neue. Dafür bedanke ich mich auch bei unseren Abgeordneten, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Mein Stellvertreter wird Tino Müller sein, wie auch schon in der letzten Legislatur. Und unser parlamentarischer Geschäftsführer wird Stefan Köster auch, wie gehabt, in der nächsten Legislatur darstellen. Wir haben heute darüber hinaus natürlich grob skizziert, wo die Schwerpunkte liegen werden. Wir werden in erster Linie Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik und Bildungspolitik zum Schwerpunkt unserer Arbeit hier im Schweriner Landtag machen. Kurzum, eine verlässliche Mannschaft, eine bewährte Kampfgemeinschaft gegen die Blockparteien, gegen das Kartell, das sich zunehmend auch in dieser Wahl ganz klar vom Wähler so abgestraft, nicht mehr identifizieren kann mit der Politik, die hier in Schwerin gemacht wird. Wir haben darüber hinaus vereinbart, dass unsere Politik auch schwerpunktmäßig aus dem Schweriner Schloss hinaus auf die Straße getragen wird. Wir werden in der Fläche stärker wirken. Die Fraktion wird noch mehr Aufklärungsarbeit in Dörfern, kleinen Gemeinden und Städten mit ihren Infoständen betreiben. Und wir werden auch weiterhin Hartz-IV-Beratung anbieten, ebenso wie wir den kleinen, selbstständigen Gewerbetreibenden unsere kooperative Hilfe anbieten werden. Kurzum, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg gewesen in den letzten 5 Jahren. Das hat das Wahlergebnis gezeigt, trotz unglaublicher Hetze und Steuermittelverschwendung gegen uns. Und wir werden diesen Kurs nicht nur halten, sondern auch ausbauen. Und dafür nochmal herzlichen Dank, und wir werden Sie nicht enttäuschen.